Servus Leute, wir sind wieder zurück beim Landwirtschaftssimulator 2013. Ja, mit dabei seit langem wieder mal der Max. Servus. Und der Lars hinter mir, da so ein bisschen am Pflügen. So, wir haben jetzt, ihr werdet es sehen, wir haben ein bisschen weniger Geld als beim letzten Mal. Wir haben nämlich die Lieferung Saatgut bekommen, wieder 10 Paletten. Und deswegen hat sich das sozusagen ausgezahlt. Haben wir da gleich wieder. Ich habe auch ein bisschen Kredit aufnehmen müssen. Was hat er jetzt gemacht? Hat er mal das GPS umgestellt? Ich hoffe nicht. Ist wurscht. Ja, Saatgut gekauft, sonst haben wir eigentlich nichts gekauft. Wir sind jetzt zu dritt eigentlich ziemlich gut am Arbeiten. Ja. Max, wenn du fertig bist mit dem Sehen nachher da drüben, das ist glaube ich nicht mehr viel gewesen, fang aber am besten gleich hier auf dem Feld an. Ja. Weil das die Paletten wegräumen nachher am Hof, die er uns hingestellt hat, beziehungsweise die stehen noch beim Händler. Mir ist mir jetzt gerade aufgefallen, weil ich habe es noch nicht, wollte es eigentlich zurücksetzen. Halt, sie sind noch nicht geliefert worden. Sagen wir so, ja. Die sind im nächsten Part dann auf einmal geliefert. Nein, weil wir ja keinen Ladewagen haben. Sonst, wenn wir, ich weiß nicht, irgendwie einen Brandner oder sowas, wo wir es draufstellen könnten, dann könnte man schon verladen selber und abholen, aber so ist halt ein bisschen blöd jetzt, wenn wir nichts wirklich Sinnvolles haben. Ja. So. Dann die nächsten Part werden wir die zwei Felder hier noch schön fertig machen und du müsstest eben auch mit Pflügen ganz schön weit, halt ganz schön flott vorankommen, wenn ich nicht täusche. Ja, ist ja noch das Feld, oder? Nee. Na, das nehmen die Gefelde auch noch. Das nehmen auch noch irgendwie. Ja. So, okay, wo soll ich jetzt sehen? Auf welchem Feld ist das? Gleich das neben dir. Halt da auf dem Feld, wo... Wo der Lars ist, nee, oder? Ja, wo wir sind, wo alle beide sind. 22. Ja, die Richtung passt so ungefähr. Wo mache ich? Das 22er Feld, genau. Du kannst da, weiß nicht, gleich einmal voll anfüllen noch oder so irgendwas. Ja, oder was. Boah, der fährt mitten über das gesäte Feld. Ah. Ich wollte noch gucken, wo ich jetzt hin muss. Ja. Wenn das meine Zuseher wieder sehen, die meckern wieder herum. Nein, du musst bei mir da heroben anfangen. Du magst am besten die zwei Ohren zuerst. Ja, nein, ich gehe jetzt erstmal fix auffüllen. Ja, nein, da muss ich da kurz was anderes machen, wenn du auffüllen gehen willst. Ja, ich habe noch 50%, also kann ich auch erstmal anfangen. Also mir ist ja, wie du willst, halt dann fangen wir mal an. Und machen wir im nächsten Part dann auffüllen oder sowas. Also das müsste ich jetzt zurücksetzen, ich will jetzt nicht 10 Paletten zurücksetzen. Das sind 20 Ticks. Ja, ne? Das können wir nachher geschwind außerhalb vom Bad auch machen. Jo. So. Da kommt jetzt auf das Feld, warte mal, Raps müsste es drauf kommen, wenn ich nicht täusche. Aber ich schau da kurz nach. Ja, Raps. Gut. So, düngen müssen wir nachher nach dem ersten Mal, sobald sie erst einmal sozusagen über Mitternacht berechnet wurde. Das können wir nachher gleich düngen. Und gleichzeitig können wir, glaube ich, auch spritzen, da bin ich mir... Wahrscheinlich müsste es funktionieren, ja, ich weiß nicht. Probieren wir es diesmal mal mit gleichzeitig spritzen, oder lassen wir es und tun wir einmal warten über Nacht, oder... Was hättest du vorgehabt? Mega. Was würdest ich du sagen? Ich habe nicht genau ausprobiert. Ja, ich glaube, ausprobiert hat es noch nie so richtig, wir. Alle reden vom Sollmod, aber ich glaube, keiner spielt damit so richtig. Ich glaube es auch. Kommt mir immer so vor. Ja. Man will ihm nur man will den anderen nur zuschauen dabei, wie es verkacken dabei, so schaut's aus. So. Ja, ich würde sagen, man könnte es eigentlich gleichzeitig machen. Denkt man nicht, dass da was schief geht, oder? Ja, ansonsten muss man halt eben zweimal düngen. Ja, wenn wir müssen halt noch einmal düngen nicht, werden dann wahrscheinlich noch einmal spritzen. Ich würde zuerst düngen nämlich. Ja. Und dann gleich mit der Spritze hinten nachfahren. Weil wir können ja das nachher mit zwei Traktoren gleich machen. Ja. Und der andere kann dabei Paletten wegräumen, die müssen wir jetzt eh woanders hin, die kommen wahrscheinlich in die besten Stellen so hin, wo die das Tankfass oder sowas daneben in der Halle gleich. Ja. Weil in der anderen ist ja das der komische Kalkträger. Ja, da geht's ja nicht. Träger. So. Dann schauen wir mal, dass wir hoffentlich vielleicht sogar eine Nachfrage noch bekommen jetzt beim Vorspulen. Aber der Gruber läuft viel ruhiger bei dem Fendt als beim Axion. Ja, der Flug ist hier auch gerade ein bisschen. Der hupft auch. Nein, der hupft die ganze Zeit. Der Axion, wenn der sobald der hinten was im Boden drinnen hat oder irgendwas angehängt hat, das ist ja beim Ladewagen genauso gewesen. Ist er ja auch so. Vor, zurück, vor, zurück, vor, zurück. Immer so ein bisschen. So komisch.
Ja, müssen wir gucken, ob man das irgendwie umordnen kann. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung von. Beziehungsweise weiß nicht, ob es sich auszahlt. Ja. Man muss wirklich schauen, wie er wird. Weiß nicht, wir werden jetzt. Wir haben jetzt noch. Heute ist der Mittwoch, halt wenn der Bart rauskommt. Wir haben jetzt noch 14 Tage circa bis zu LS15. Na, ein bisschen mehr. Es sind noch, ja, weiß nicht, 20 Tage fast. Nein, nicht ganz. Weiß nicht, 17 Tage. Warte mal, wie viel sind es jetzt genau? Wir haben heute wir haben heute den 13. 15. haben wir heute schon. Das bedeutet, es sind 14. nur mehr. Also morgen 15. 15 Tage sind es dann nur mehr. Bis er rauskommt. Und dann werden wir schauen, halt ich weiß nicht, wir werden heute vielleicht. Vielleicht haben wir eh so Lust und machen gleich die 15 Parts auf einmal. Können wir. Wie es sich halt bei euch ausgeht und wie wir nach, weiß nicht, nach 10 Parts noch Lust haben. Jo. Und dann machen wir einmal noch irgendwann auf. Boah, da quält er sich bergauf nachher. Dort oben, wo du quer gepflügt hast, wo du das Vorgewende nachher gemacht hast. Ja. Da kommt der Feind ganz schön ins Hängen, sobald er dort reinfahren muss. Weil er zum durch den Flugmüll, der ja immer die ganze Zeit reinsinkt. Ja. Und da geht's ein bisschen bergauf. Heftig. So. Oh, da bin ich schon ganz gut voran. Ja, ich mache jetzt da oben nachher Vorgewende, dass der Max dann ein bisschen mehr Fläche zu machen hat. Jo. So, weil dann passt das auch ziemlich. Weil ich habe da jetzt nachher auch schon die erste Bahn komplett zum Durchstechen. Und nicht deutsch. Aber lass, du weißt nicht, du brauchst nicht in den Flugtextur reinfahren. Du kannst außerhalb fahren, der geht sich von der Breite, ja, der ist ja breiter. Wie breit denn? Wie viel? Ja, relativ breit. Du kannst ganz gut, genau daneben fahren. Kannst gut daneben fahren. Ah, okay. Weil du solltest dich eigentlich schön ausgehen. Was, da fahre ich jetzt gleich quer hinunter, ist mir egal. Auch wenn ich da jetzt ein bisschen in die Wiese gruppe. Ihr seht das jetzt nicht so eng. Beziehungsweise ich schaue einfach nicht hin. Nein, das geht nicht. Oh, ich könnte in der Innenansicht dann einfach so rüber schauen. Und ein bisschen da so hinten zuschauen. Wie der Lars da den Pflug hin und her wälzt. Ja. So. Passt, jetzt machen wir kurz den Max das Vorgewende fertig. Ja. Boah, der liegt. Die Achse ist so geil von dem Fan. Die gefällt mir noch immer, die ist so geil animiert. Wir haben ja vorher, bevor wir aufgenommen haben, noch kurz geredet. Es gibt jetzt seit kurzem den neuen 33er. Der ist ja auch von der Mod Hosting Team Werkstatt. Da wäre es vielleicht interessant, wenn wir wirklich noch länger das Projekt machen, ob wir den nicht sogar reinnehmen. Halt, der ist ja 30 PS zu einem 936, okay. Ist zwar schon einiges, aber ich muss sagen, das wäre so eine Stufe, wo wir wirklich brauchen könnten mit 330 PS. Ja. Und wer mal was anderes, den hat nicht so jeder drinnen, weil es mir einfach noch nicht so lange gibt. So. Ja, den 936, den hat ja im Prinzip jeder. Ja. Und ich finde den jetzt nicht einmal so cool, weil der so laut ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich finde, er geht auf jeden Fall, aber... Ja, ist halt eben mittlerweile schon Standardschlepper. Halt zum Abfahren, weil er kein Indoor-Sound hat, da ist er schon extrem laut. Halt, da ist schon teilweise, wo du da denkst, ah, wieso haben die da keine noch verbaut gehabt? Weil wenn sich da jetzt zum Beispiel in den Fan 516 reinsetzt, ist einfach drinnen komplett still. Und draußen natürlich ist er da schön seine Lautstärke, so wie er sein soll, aber... Stimmt, der Glas auch. Das ist das Geile am Indoor-Sound. Und angeblich haben wir die beim 15 auch die ganzen Maschinen Indoor-Sound. Ja, ich hoffe es. Ja, das ist fast schon mein Pflichtbeinmod heutzutage, finde ich zumindest. Weil gerade zum Abfahren, weiß nicht, wenn du schön. Weil das ist beim, okay, wenn du beim LS15 hast, ja so, dass der nachher bei hoher Geschwindigkeit die Drehzahl ja wieder reduziert, so wie in echt ein Traktor ja auch. Ja. Aber du hast halt beim Abfahren dann schon die reduziert und das hast halt hier nicht, weil wenn du da maximale Geschwindigkeit fährst, hast du die maximale Drehzahl. Und dadurch reduziert das nicht und dann ist er halt am lautesten. Ja. Und da ist halt ein bisschen mühsam teilweise, finde ich. So. Ah ja, vor die kleine D9 haben wir noch gesagt, werden wir vielleicht einen
eine Kreissäge noch davor hängen. So eine Anbaukreissäge. Aber dann wären wir fast mit den Steinen nicht mehr dafür mitfahren können. Wird ja auch schon von der Leistung fast zu wenig sein. Grenzwertig. Ja. So. Ich mach da oben geschwind das Vorgewinde und dann kannst du schon loslegen. Unten hast du eh noch ein Ohr auch noch. Ja, ich weiß, ich fang erstmal hier. Mach das erst fix fertig. Oder du magst da gleich einmal eine gerade Linie durch. Zuerst, das sollte sich auch noch ausgehen. Könnte ich auch machen, ja. Weil dann kannst du den GPS-Mod gleich einstellen. Beziehungsweise den könntest du von mir wahrscheinlich sogar jetzt gerade übernehmen. Wenn ich daneben stehe. Weil die Breite sollte ja die gleiche sein. Steuerung 3 müsste das gewesen sein. Ich habe keine Ahnung, ja. Frag ihn Lars. Ich glaube Nummer 2. Weiß es aber nicht. Ach, ja, nee, 3 ja, ist anpassen ja. Oder sowas. Jo, passt. Ja, okay. Ja, es sollte circa von der Breite her passen. So. Und schon fertig mit Pflügen, oder? Schön wär's. Schön wär's. Na, das ist mit. Also das Pflügen ist schon cool, aber es ist. Ich weiß nicht, letztens, die letzten Parts, wie viel Parts habe ich gepflügt? Ich kann es gar nicht sagen. Ja, cool. So ungefähr, ja. Das war ja nachher so, war das nicht so schon so spät auch, wo wir da gespielt haben? Ja, da haben wir ja erst irgendwann um 23 Uhr angefangen oder sowas. Ja. Das war ja von Wochenende mal, glaube ich. Ja, oder Freitag oder so irgendwas. Also so irgendwie sowas. Haben wir wie viele Parts geschafft? 10? So ungefähr. Wenn weiß ich gar nicht, waren es überhaupt zu viel? Weil 8 Uhr, weil da irgendwas war, glaube ich, dazwischen. Nein. War das nicht die Aufnahmesession, wo ich auf den einen Samstag die 40, die 41 Parts aufgenommen habe? Ja, genau. Der war das. Boah. Stimmt, das war der Tag. Ja, der war's. Der war schon ordentlich. Wenn das der Samstag war, dann haben wir. Samstag war das, ja. Vor 14 Tagen war das, so circa. Ja. Halt haben wir, weiß nicht, 11 oder 12 Parts haben wir aufgenommen gehabt, circa. Ja. Weil da ist der Kai ja nachher erst, der Kai ist erst relativ spät gekommen, weil er noch von mit seiner Freundin irgendwo essen war oder so irgendwas. Und dann die hat sich dann eben hingelegt und geschlafen und er hat aufgenommen. So. Jetzt kann man den GPS-Mod wieder einschalten. Ah, das andere Feld ist nachher eh kleiner zum Pflügen. Das ist eh eigentlich das ziemlich größte. Ja, das ist die Hälfte, glaube ich. Ja. Nächsten Part haben wir weniger. Eh nur ein kleines Feld eigentlich zum. Na, klein, okay, wir haben das größte Feld zum Pflügen. Aber nur eines dafür. Na, nächsten. Ja, wir halt nach dem Dreschen. Weil wir tun jetzt ja. Wir tun nicht immer pflügen, aber wir tun jetzt einmal alle Felder wieder durch und jedes Mal nach Gerste. Halt sozusagen, okay, dass der gut. Raps nachher wieder ist. Und dann, wenn wir dann eine Runde lang nicht tun, dann ist auch nicht so problematisch, aber wir tun jetzt einmal die eine Runde dumm auf jeden Fall. Ja. Und normalerweise wäre der Gruber jetzt nachher auch schneller, wenn wir das Geld hätten schon. Weil da ist auch was geplant, was anderes. Du weißt es ja okay. Schon, aber die Zuseher noch nicht ganz, glaube ich. Beziehungsweise bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht irgendwann unabsichtlich gezeigt habe. Letztens. Weiß es nicht. Am Bart. Halt im Shop, glaube ich. Wo ich durchgeswitcht bin und den Flug gekauft habe. Ja, das kann sein. So. Ja. Okay, na, ist wurscht. Du kannst aber, wenn du. Ja, na, wenn nicht, hebe ich früher aus. Oder du machst uns Vorgewende jetzt. Oder du pfeifst komplett überhaupt das Vorgewende und ich grube das nur. Ja, eigentlich brauchen wir ja nicht. Ja, es ist eh. Dann grube ich dein. Nein, lass es. Ich grube dein Vorgewende nur. Da brauchst gar nichts machen. Ja, solange du mit dem Gruber durchgehst, ist alles gut. Das muss ich so und so und. Ich gehe zwar nicht so tief hinein wie du noch, aber bitte auf den kleinen Stück haben wir halt ein bisschen Saatgut für halt Ausfall oder halt ein bisschen Ausfall von dem Ertrag, aber wahrscheinlich nur so minimal, dass man es nicht einmal merkt. Ja. Zack, zack. Wieder Indoor-Sound. Schau auch gerade wieder buckelig hier. Ja, das ist halt durch die 2 Grad.
was die Map eingestellt hat. Also das siehst halt wirklich, wie die Bahnen verlaufen. Und bei den anderen hättest du ganz gerade Bahnen vom beim Flügen, außer du tust 45 Grad halt nachher rüber, dann hast du eine Versetzung, aber sonst hast du halt bei der Map ist es halt so, dass du wirklich zick, 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 und das kostet halt aber auch extrem viel Performance, soweit ich das mitbekommen habe. Ja. Aber ich würde sagen, wir gehen erst morgen wieder hier weiter am Feld, und drei Maschinen auf einem Feld haben wir schon lange nicht gehabt, und das aber auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.